was? Hi Chica. Bin ich hier? Hi Bonnie. Seit wann ist das ein 3D Roaming Game? Ich dachte, das wäre ein 2D Spiel. Physik ist sehr spannend. Ist das noch 1 muss ich glaube ich. Error. Da steht einfach R. Mit zwei R's. Und hey, damit willkommen zu FNAF 2. Wer mein erstes Let's Play zu, FNAF 1 noch nicht gesehen hat, das ist am Ende dieser Folge verlinkt. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich mag jetzt nichts erklären. Ich würde sagen, wir lassen einfach den Phone Guy, den Telefontypen, ja, den wir mal anrufen oder der uns mal anruft, für mich reden. Und dann hören wir einfach zu, was er sagt. Und dann fangen wir an. Bei Five Nights at Freddy's 2. Wir haben das letzte Spiel komplett durchgespielt. Alle 3 Sterne. Legit, ja. Falls ihr mir nicht glaubt, dann schaut noch nach, ja. Für die Leute, die es nicht gesehen haben. Was kann man sagen zum Spiel? Es hat eine viel coolere Titelbildschirmmusik, wie man gerade hört. Und, hey, meine Cam! Ja, ich kann im Titelbildschirm bleiben und meine Cam wird nicht auf Toaster-Quali. Sie wird jetzt auch nicht auf HD sein, aber ist nicht auf Klosterquali und das ist immerhin eine Besserung. Ich hoffe, von Teil zu Teil wird dann auch meine Quali von der Facecam besser. Wegen Titelbildschirm, der wird immer besser und besser. Was auch immer. Dieser Titelbildschirm ist cool, weil da sieht man 3, warum nicht 2, wegen 5, aber auch immer. Da sehen wir nämlich die neuen Animatronics und es gibt neue Animatronics, über die werde ich gleich nochmal reden. Ansonsten sieht man auch, wie die ganze Zeit flackern. Ja, also ich persönlich finde die Musik von diesem Teil besser als von Messer. Aber egal. Jeder hat seinen eigenen Geschmack und ich würde sagen, wir fangen an. Let's go! Help wanted. Grand reopening. Vintage pizzeria given new life. Come be a part of the new face of Freddy Fazbear's Pizza. What could go wrong? What could go wrong? Was? Ich krieg sogar weniger Geld? What could go wrong? Tja, das fragen wir uns immer, die Frage. Die Antwort wissen wir leider schon, aber Spiel? Was? Spiel reagiert nicht. Oh, jetzt! Oh, hi! Oh, verdammt, jetzt sieht man das hier oben nicht. Aber hier oben habe ich eine Flashlight, so eine Batterie. Whoa, was ist passiert? Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while. But I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility. They even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now, that being said, no new system is without its kinks. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Okay. Mainly he expressed concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So, yeah. While our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So, when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. Okay, super. And as for the rest of them, we have an even easier solution. See, there may be a minor glitch in the system, something about robots seeing you as an endoskeleton without a costume on and wanting to stuff you into a suit. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. Super. You can put it on anytime,
Er braucht Türen. Ich hab ne Maske. Ich bin Freddy Fazbear. Something else worth mentioning is kind of the modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. But hey, you have a light, and even though your flashlight can run out of power, so don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. You should be golden. Was? So, Musikbox. Schnell. Niemand da. Okay, danke schön. Kurz und knackig, wir wollen überleben. Das ist der neue Bonnie. Das ist der neue Freddy. Und da rechts sieht man die neue Hi. Was ich gerade machen wollte, ist meine Cam kurz auf die Seite bewegen. Dann seht ihr nämlich, wer... Ich glaube, ich werde meine Cam auch ab jetzt hier lassen. Ja, obwohl, ich weiß gar nicht. Soll ich die hier lassen? Sieht so ein wenig out of place aus. Ich glaube, ich packe sie mal so nicht hier hin. Falls ich die ändern soll. Chica! Weg! Was? Nein! Fuck! Ich muss aufladen! Nein! Hilfe? Hallo? Okay. Hallo, hi. Du machst aber nichts. Und da. Falls ich die Cam by the way woanders hinschieben soll, dann sag mir auf jeden Fall Bescheid. Hier oben sieht man das. Ah, oh, man sieht immer noch nicht das Poster, aber hier ist auf jeden Fall ein Freddy Poster. Ich hab Angst, ich weiß nicht, was ich machen soll. Hi, I guess. Was ich gut finde, ist, dass man die nur gedrückt halten muss, damit das leuchtet. Oh mein Gott, wer ist das? Hi Bonnie. How's life going? Hat mal ab. Ich weiß nur, dass der mir die meisten Animatronics mit einer Maske verscheuchen kann. Also hat ab. Das atme ich so stark. Warum geht Chica nicht? Ich weiß gar nicht, was ich gegen Chica machen soll. Aber ich weiß auch nicht, ob das irgendwas heißt, wenn die hier in der Hall sind. Weil die sind ja jetzt hier irgendwo. Hier in der Mitte sind die irgendwo. Bonnie? Hi! Ich bin nur Freddy! Ich bin nur Freddy! Ich bin der alte Freddy! Hi, wie geht's, Bruder? Bist weg? Okay, cool. Viel Spaß dir noch. Ich mag das neue Office, ehrlich gesagt. Ich find's cool. Hi! Tut mir leid, dass ich nicht früher aufgekommen bin, die Kamera zu verschieben. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Ja, ich hoffe, es ist nicht schlimm. Verdammt, meine Flashlight. Was soll ich sagen? Ich wollte irgendwas Cooles sagen, aber ich habe vergessen, was ich sagen könnte. Tut mir leid, Leute. Oh nein. Du bist es. Du bist es. Was kommt ja alle zu mir? Du wisst doch, dass ich Freddy Fazbear bin. Warum steht da Chica immer noch? Bro, sieh das. Oh Gott. Hi, Bonnie. Das hier ist nämlich Toy Bonnie. Die essen jetzt alle Toy mit Vornamen. Die alten Animatronics, die aus FNAF 1. Die gibt's auch noch, aber zu denen komme ich erst in der zweiten Nacht, die ist ja jetzt gleich. Und okay. Das hier ist der Vorgänger von FNAF 1 sogar. In der Timeline. Aber mehr weiß ich leider nicht. Ich weiß nicht so viel über das Spiel, ganz ehrlich. Ich weiß nur immer wieder in den späteren Nächten so, zack, zack. Dann sind wir sicher. Aber allzu viel weiß ich auch nicht. Ich habe nur 1 bis 4 gespielt und da habe ich alle nur die erste Nacht gespielt. Von daher. Ja, außer FNAF 2 und 3, die habe ich etwas öfter gespielt. FNAF 3 habe ich, glaube ich, bis zur zweiten Nacht gespielt. Und dieses Spiel hier bis zur zweiten, dritten Nacht. Heißt, alles, was wir in dieser Folge haben, werde ich eigentlich schon kennen. Was? Es geht nicht! Freddy! Es ist der neue Freddy! Was geht, Bruder? Zweite Nacht! Das ging schnell! Ja, Leute, denn endlich sind die Nächte nicht mehr 9,5 Minuten lang, sondern ich glaube 8. Ich glaube 8 Minuten. So, kann das sein? Ich glaube 8 Minuten sind die Nächte jetzt. Okay, da weiter geht's. Hi! Ah, jetzt steht hier Mute Call, sieht man das nicht, aber hier steht auf jeden Fall dieses Mute Call. Das gab's auch schon im ersten Teil, das ist nicht anders. Hast du geschafft? Hallo! Hi! See, I told you your
first night wouldn't be a problem. You're a natural. Dankeschön. By now, I'm sure you've noticed the older models sitting in the back. Yeah, yeah, here. Here. From the previous location, Chica, we just use them for parts now. Freddy. The idea at first was to repair them. They even started retrofitting them with some of the newer technology. But they were just so ugly, you know? And the smell. So the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid-friendly. Those older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too, so whatever. I love those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Foxy! Hey, listen, that one was always a bit twitchy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night, and you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at him from time to time. Those older models would always get disoriented with bright lights. It would cause a system restart or something. Come to think of it, you might want to try that on any room where something undesirable might be. This is so... Hold him in place for a few seconds. This is Mangus, man. Which might carry over to the newer models, too. Was machst du? One more thing. Don't forget the music box. Ja, die Musikbox. I never liked that puppet thing. Jetzt kommt eine Puppe raus, das weiß ich. Thinking, and I can go anywhere. I don't think the Freddy mask will fool it. So, just don't forget the music box. Hör? Hat der Redhör gesagt? Anyway, I'm sure it won't be a problem. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Dankeschön. Okay. Wenn Foxy kommt... Oh, hi. Wie geht's? Wenn Foxy kommt... ihn anflashen. Das hier ist Mangle. Das ist ein Animatronic, der von Kindern kaputt gerissen wurde. Das weiß ich. Was ich alles weiß, ey. Bin ich nicht schlau, Leute? Ja, man, ich bin voll schlauer. Ich kann das Spiel voll gut. Hey! Don't touch that! Don't! No. No, no, no. Was? Nichts. Hier auf die Nase? Nein, schade. Es gibt auch Secret Animatronics, das weiß ich. Ich kenne eigentlich alle Animatronics, aber... Trotzdem... Chica? Hi. Hi, wer hat gerade Hi gesagt? Hi Freddy. Der Ballonjunge ist weg. Der Ballonboy. Was? Hilfe! Hilfe! Es geht jetzt schon ab! Oh, was ist hier los? Hallo? Niemand da? Niemand da. Ich kann nicht in die Mitte schleuchen. Ich kann nicht in die Mitte löschen. Hilfe! Chica und Freddy. Ich bin nicht da. Chica, hau ab. Okay, Chica macht keine Laserdinger auf mich. Und, also keine Laser, ich meine halt, kommt mir nicht vorbei. Freddy, was mit dir? Das ist so unangenehm. Was? Wo ist der Ballon, Junge? Oh nein! Hau ab! Warum geht das schon so ab? Bruder! Es ist erst zweite Nacht! Man kann es doch übertreiben! Maske. Okay, passt. Ich bin Pro in dem Spiel, ja? Ich hab vor Training geschafft. Ich bin Pro. Ich bin FNAF King. Ich bin der neue FNAF King. Corrupted, dreh zur Seite. Markiplier, dreh zur Seite. Ich bin da. Ich dreh schon zur Seite. Ups. Verdammt! Ich bin nicht da. Bin nicht da. Tut mir leid, dass ich keine Lampe habe. Aber ich habe einfach keine. Vor allem für Handy-User ist das ein Problem. Oh Gott, wenn ich das höre, weiß ich, dass Mangle da ist. Ich weiß, dass sie irgendwie bei mir bleibt oder so. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas macht sie. Okay, meine Flashlight reicht noch aus. Was ist das für ein Geräusch? Oh nein, Hilfe, warum geht das schon so ab? Es ist zweite Nacht. Es ist zweite Nacht. Ich will die Folge beenden. Hi? Wow, Foxy, Foxy und Mangle da oben. Sieh man's. Oh, Mangle sieht voll cool aus in HD. So, Foxy muss man alle flashen, das weiß ich. Foxy ist nervig. Der kann meine Maske durchschauen. Okay. Ich find's auch cool, dass die hier die Lichter große Hitboxen haben. Der wirklich, ich kann hier von hier aus aktivieren. Von hier aus. Finde ich nice. Macht zwar keinen Sinn, aber natürlich finde ich es nice. Ich habe das Gefühl, ich benutze zu viel Flashlight. Also. Fuck! Fuck!
Okay, er killt mich nicht. Okay. Foxy? Freddy! Ich bin der echte Freddy Fazbear. Du bist ein Faker! Hello. Hi. Ich bin Ballon, Junge. Freddy, du machst mir Angst. Der ist voll nah. Also, wenn man das Spiel in Videos sieht. Nein! Hat er mich? Hat er mich? Fuck! Oh fuck, Foxy. Foxy! Bin ich jetzt tot? Ich lebe. Okay. Konnte ihm ausweichen? Bin verwirrt. Was passiert hier? Das ist zu viel für mich. Ich bin der echte Freddy Fazbear. Hat Freddy auch gemerkt, dass er ein Faker ist. Was ein Keck. Oh, Ballonjunge. Hi. Ballonboy, grüß dich. Ich glaube, ich nenne auch Ballonboy, weil Ballonjunge ist etwas zu deutsch. Etwas ex-deutsch. Komm, gucken wir mal nach dem. Wo seid ihr alle? Hallo, hi. Oh, hi. Hello. Hi. Hi. Jemand da? Nein. Hi, 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 hi. Und bye. Foxy, du killst mich jetzt nicht. Verdammt, meine Flashlight. Null Batterie, null Batterie. Bruder, ich habe null Batterie. Das geht jetzt in die Anarchie. Komm, hau ab, Chica. 6 Uhr? Wird 6 Uhr? Kann ich die Folge beenden? Oh mein Gott, das war sehr schwer. Yeah. Was? Ey, bitte was? Wo bin ich hier? Chica, hi, was guckst du mich an? Was ist los? Was ist los, Girl? Was ist rechts? Bonnie guckt mich auch an? Oh, hi. Ja? Was soll ich jetzt hier machen? Was wird das hier? War nicht jetzt ein Jumpscare von euch? Einer auf mich zu und macht. Wuh! Ui! It's me! Ja, Mario, bist nicht hier. Dritte Nacht, okay, Leute. Das war's mit der Folge. Hier könnt ihr raufklicken für den ersten Teil, falls ihr noch nicht gesehen habt. Das würde nämlich das Spiel in etwa erklären, außer man kann es hier erklären bekommen. So, ich müde ihn erstmal. Oder? Ich spreche das Spiel kurz ab. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst positive Bewertung da, würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Five Nights at Freddy's. Wir machen nämlich alles. Wir machen auch 10, 20, aber dazu kommen wir noch. Ciao!